Ihnen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Demo Donnerstag. Ja, manche würden jetzt wahrscheinlich denken so, schon wieder Kaffee? Hatten wir noch schon. Ja. Aber es sah sehr, sehr cool aus und das ist ein Simulator. Ich glaube, das andere war ein Tycoon. Da hier sieht es nämlich so aus, dass wir auch unser eigenes Café zwar aufbauen müssen, aber ein bisschen cooler, so eine Ich-Perspektive und nicht so von oben herab wie beim letzten Spiel. Deswegen bin ich mal sehr gespannt und außerdem Simulatoren mag ich halt einfach. Tycoons auch, klar, ist so ziemlich ein bisschen das Gleiche, aber Simulatoren ist halt doch ein bisschen spezieller und ein bisschen anders. Deswegen gehen wir einfach mal wieder ins Spiel rein. Mein Vater war in sein ganzes Leben in Restaurantgeschäft. Jeden Tag nach der Schule lief ich ihm und sah ihn zu, wie er Geschäft machte. Der Vater war ein strenger, aber fairer Chef. Wahrscheinlich sind wir das kleine Kind hier. Weil die Grafik finde ich jetzt schon cool. Das ist Avo. Die Dinge liefen sehr gut. Mein Vater wollte ein zweites Restaurant in seine nahegelegene Stadt eröffnen. Die Hälfte des Betrages für die Eröffnung wurde gesammelt. Die andere Hälfte wollte er sich von den örtlichen Mafia leihen. Oho. Es war mit ihrem Boss von Kollege befreundet. Mit Kollege nicht auf Deutsch K geschrieben? Ach, vom College befreundet. Klar. Alter, wie geklatscht. Oh, okay. Mein Vater lieh sich Geld und eröffnet eine zweite Einrichtung. Aber er stellte fest, es unrepetabel heraus. Tagelang suchte er nach Ursachen des Versagens. Doch konnte sie aber nicht finden. Irgendwann versagte seine Gesundheit. Er landete im Krankenhaus. Das ist natürlich unschön. Das bin ich hier. Nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus begann er, alle Rechnungen, die bezahlt werden mussten, zu überprüfen. Er erkannte sofort, dass er nicht alle bezahlen konnte. Er hat fast eine Woche nicht geschlafen und denkt darüber nach, seine Geschäfte zu schließen und in Rente zu gehen. Die Entscheidung wurde getroffen. Jetzt kommen wir vielleicht ins Spiel. Aber das sieht doof aus jetzt, das Gesicht hier irgendwie. Das hat irgendwie Style, aber das sieht jetzt irgendwie doof aus. Oh Gott, der Vater verkaufte Geschäft, zahlte die Schulden ab und zog sich zurück. Es war mein 26. Geburtstag. Wir beschlossen, es an unserem Lieblingsplatz, jetzt hat das Bild hinten ein bisschen geruckelt, zu feiern. Mein Vater sprach einen Toast auf mich und auf seinen Ruhestand aus, worauf er mir einen Umschlag überreichte. Ich öffnete den Umschlag und sah dort einen Scheck von $50.000, okay. Aber er war ja pleite. Jetzt ist dein Traum wahr, mein Sohn. Nach diesen Worten wurde mir klar, dass mein Vater meine ganze Kindheit kannte, wie ich seine Arbeit mit brennenden Augen verfolgte. Ich war überglücklich und beschloss, mich den Familienunternehmen wieder zu beleben. Ich dachte, wir machen Kaffee. Also, das war jetzt ein Restaurant, ne? Aber ich finde das schon mal cooler mit so einer kleinen Story dahinter. Monday, New Day. Normalerweise kommen am Wochenende mehr Besucher. Okay, wir kommen in Castle Lake. Ich habe gehört, wir machen doch ein Restaurant auf. Das ist natürlich noch geiler. Du willst hier ein Restaurant und ein Motel eröffnen? Aha, wenn ja, ist es eine gute Nachricht. Unsere Stadt hat nicht genug Orte, um essen und sich zu amüsieren. Ich heiße Michael, bin öffentlicher Sheriff. Wie meine Hilfe brauchst, rufen Sie die Polizei. Wie viel Glück geschenkt. Aha. Okay. Grafik gefällt mir schon mal, ja. Hallo? Okay, wow. Wieso ist denn hier eine Ampel? Und hier ist weit und breit nichts. Ja, aber da geht's eh nicht lang. Erfahren Sie, wie Sie die Räumlichkeiten des Restaurants betreten. Halte Shift gedrückt, schneller zu werden. Tab, okay, bla bla bla. So, oben haben wir ganz viel, 30.000. Okay, Sterne sind wahrscheinlich, wie gut wir sind. Müll, Komfort, Ratten, okay. Okay. Also das ist, finde ich jetzt schon mal geil, dass wir nicht nur so eine Kaffee-Ding wieder aufmachen, sondern ein richtiges Restaurant. Gefällt mir. So, E. Okay. Okay, der Sound ist extrem leise, ne? Aufgabe erledigt. Juhu! Finden Sie den Schalter und schalten Sie den Strom ein.
Machen wir. Okay, hier können wir nicht rein. Da passiert leider nichts. Warte, hau ab. Mülleimer muss mindestens zu 50% voll sein. Muss ich gedrückt halten? Nee, ich kann hier gerade nichts machen. Ich muss erstmal Strom anmachen. Ist die Frage, wo kriege ich denn hier Strom her? Strom. Oh. Kann man hier rüber? Das ist ja gut. Ich will da hoch. Kommt mir vielleicht noch. Ah, man kann hier raus. Strom? Hallo? Bist du Strom? Strom? Ja. Aufgabe erledigt. Beseitige den restlichen Müll außerhalb und innerhalb des Gebäudes. Kaufe ein Netz im Toolstore und fange alle Ratten in der Einrichtung. Geil, dass man hier noch so rumlaufen kann. Das gefällt mir jetzt schon. Guck mal hier nochmal. Ich kann bestimmt irgendwann dann was dazu kaufen. Boah, okay. Aufs Dach. Komme ich hier nicht rüber? Kommt man aufs Dach? Man kommt aufs Dach. Was ist? Hallo, wer bist du? Hallo? Was wollen Sie hier? Was? Muss man sie kapieren? Kommt denn nochmal? So, Musik ist aus. Okay, dann, ja, das war, ja, okay. Ich soll ein Netz kaufen. Wie kaufe ich denn ein Tablet? Okay, Amazon, das ist geil. Habe ich jetzt gerade Amazon gesagt? Da steht natürlich Amazon oder Avas One. Und das soll eigentlich auch, das zeige ich jetzt nicht. Da gibt es nie alles. Salami, Tomate, Mozzarella, Ketchup, Pilze und so was. Okay. Soll das Nudeln sein? Schätze ich mal, wa? Ja. So, aber wie sollen jetzt erstmal, Wertung ist wahrscheinlich dann irgendwie, Werbung? Werkzeug? Wischmopp, okay. Bohrer, Schutzanzug, okay. Aber wir sollen jetzt, Alter, $120? So, halte im Bereich Räumlichkeiten sauber. Ja. Aber wie kriege ich jetzt das Ding in die Hand? 1, 2, 3 geht nichts. Maus geht nichts. Mausrad auch nichts. Ist nichts. Oder Musik einfach. Achso, warte mal. Die verstecken sich auch. Das ist ja cool. Nein. Ich will. Hallo. Hau doch mal ab. Okay, dann machen wir das erstmal weg. Okay. Ah, nee, weiter Knopf. So. Halt über rechts. Ja, genau. Aber wie kriege ich jetzt den Cash in die Hand? Den habe ich doch gekauft. Take. Ach so. Echt jetzt? Komm her. Alter, komm her. Hab ich den? Ja, nur noch einer. Einer nur noch. Komm her. Ich tu dir nichts. So. Fertig. Achso, noch Müll. Ach, muss ich hier den ganz. Ach du Scheiße, okay. Reifen. Doch, geht auch. Mülleimer ist voll. Bestell die Müllabfuhr. Tablet. Hey, nochmal. Tablet, mein Restaurant. Ja, die 50 Cent sind aber wichtig, wa? Müllabfuhr ist bereit. Ach, gucke mal. Ja, schön durch den Wald, wa? Ja, na gut. Die Grafik ist jetzt nicht so toll. Machen die jetzt auch was? Muss ich hier was machen? Okay. Müllabfuhr ist immer noch voll? Warum? Gut, okay, das sieht jetzt natürlich noch ein bisschen klobig aus, aber vielleicht geht das ja irgendwann weg. Aber sieht man, dass es dann. Woran sieht man, dass es voll ist? Da ist so nichts drin. Ah, hier ist noch was.
Und das hier. Aufgabe erledigt. Ist kaputt. Guck mal, eine neue Scheibe. Pup. Stellen Sie sicher, stellen Sie alles wieder her, was kaputt ist. Okay. Ich finde das irgendwie lustig. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so spannend, aber ich finde das bislang sehr lustig. Achso, hier habe ich nichts. Sind hier noch irgendwie kaputte Scheiben? Da ist noch. Was kostet mir das alles was? Ja, 30. Oh Gott, hier sind ja alle kaputt. So, dann gehen wir mal auf dem Dach, wa? Sollen wir auf dem Dach machen? Also weg damit. Was wollen wir jetzt auf dem... Achso. Nee. Aha. Das ist lustig. Pam. 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 Und nochmal. Pam. Achso, hier hoch. Ui, sind die schräg. Pam, pam. Guck mal, so schnell. Alter. Würde das Renovieren wirklich so schnell gehen? Ich würde hier. Muss ich die Dachziegel ummachen? So, alles. Hier ist fertig, da ist fertig, da ist fertig. Boah, schräg. Schräg, schräg. Fertig, Dach ist fertig. Fertig, fertig, Dach. Also kann es da nur noch kaputte Fenster sein? Nicht hier auch noch? Nee, wo hier ist alles? Da ist. Hier ist alles? Ich kann ich ja immer noch nicht. Ui. Achso, hier ist ein Kühling. Okay, hier kann ich es nicht machen. Den machen wir mal schnell wieder zu. Ach, guck mal, hier ist kaputtes Fensterloch. Upp. Hier, irgendwo muss noch irgendwas da sein. Was übersehe ich denn hier schon wieder? Und wie das Dach glänzt. Wie das glänzt. Gehen wir nochmal nach oben. Hier ist alle da. Hier gehen wir rum. Hier ist alles fertig. Da ist fertig. Ist da nichts mehr? Was will... Ich hasse manchmal sowas, ne? Wie ist immer nie... Ist das ein Bug oder nicht? So, Fenster. Hier sind doch alles fertig. Hier. Hier auch. Da auch. Große Fenster auch. Hier ist die überhaupt Fenster drin? Es scheint so. Hier ist auch alles. Hier ist kein Fenster und da ist auch kein Fenster. Musik. Ist das hier noch Müll oder was? So, hier kann ich nichts machen. Vielleicht haben wir von hier... Ach, guck mal, hier zum Turm kann ich nicht. Seht ihr diese Mauer hier? Diese riesen Mauer, die ich nicht langlaufen, rüberspringen kann. Schade, schade. Dass man da nicht rauf kann. So, ich kapier das nicht. Obwohl, sieht das nur so aus oder ist das hier heller als da drüben? Muss ich die Kanten vielleicht auch machen? Oder ist das nur so wegen der Sonne? So, ich drück hier die ganze Zeit rum. Es passiert hier nichts. Es ist doch fertig hier. Ach. Ist jetzt aber nur aus Versehen dran gekommen, weil ich hab nur gesehen, dass sie halt... Ja, dann tausch die aus. Tausch die aus. Hallo. Ja, tausch... Ja, sie gedrückt halten. Nicht nur einmal klicken. Okay, aber die Musik macht mich wieder ein bisschen fröhlich. Bam! Malen Sie die Wände oder tapezieren Sie? Ich würde sagen eigentlich... Das Holzding sieht doch rustikal aus. Ich mag rustikal. Tablet, aber one. Aber one. Aber one. Decke, Farbe. Farbe, braun.
Ich möchte eigentlich dieses Holzding behalten, aber so, nehmen wir das hier. Ja, okay. Ich dachte, es ist ein bisschen weinrot, aber sieht aus wie Kackbraun. Aber, ach scheiße, das ist Holzmuster ja weg. Gibt es nicht hier irgendwie Konstruktion? Anderes? Steckdose? Toilette? Ach so, für den Außenbereich? Aha. Aber da steht da Wände, tapezieren sie oder da Wände. Ach, guck mal. Wo ist denn Holz? Sieht so asiatischen Touch aus, ne? Hallo? Ach so. Hammer weglegen. Nee, dann würde ich sagen, sind wir hier. Weißt du, das ist so Außenfassad-Style, oder? Wieso gibt es denn hier nicht hier so ein schönes Holzding? Ich würde einfach das Holzding lassen. Aber naja, komm, wir müssen ja fertig werden. Dann. Irgendwie behalten aber das Kackbraun hier. Restaurant. Komm, lass mal ein Kackbraun-Restaurant gehen. Fertig. Öffnen Sie, Tablet öffnen, bla 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 und fügen Sie mindestens 5 Einträge in das Menü ein. Was ist denn für Einträge? Für jedes Gericht sind bestimmte Geräte und Zutaten erforderlich. Also Tablet-Menü-Anzeige. Tablet-Menü-Anzeige. Aha, Sushi-Land. Oh, Lasagne. Ah, das ist natürlich geil. Der zeigt dir an, was du dafür Zutaten brauchst und dann. Dann. Aber da ist dann hier grün. Was für Geräte dann? Aber ich will gerne. Ist dann der Unterschied grün und gelb? Schwierigkeit oder was? Pilzsuppe, Truthahn, Kartoffelbrei, Pasta Bolognese, Pancake. Ah, okay, das finde ich aber gut. Das finde ich gut. Machen wir Sushi oder machen wir Pizza? Krieg langsam Hunger, ne? Krieg langsam echt Hunger. Komm, wir machen jetzt einfach, was ist denn hier? Guck mal, bei Sushi brauchen wir nur 2 Sachen, da brauchen wir noch einen Backofen. Ah, Sushi? Machen wir Sushi. Dann haben wir nur Sushi auf der Karte, weil das andere passt dann alle zum Gewicht nicht. Dann machen wir nur Sushi. Aber 5 Euro nur? Ist aber voll billig. So, was du? 5 Einträge, ja, 5 Einträge. Was heißt denn 5 Einträge? Ah! 1, 4, 5. Das sind bei Pizzen auch 5? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Okay. Aber shit. Doof, dass immer der weggeht. Jetzt bestellen wir Essen zum Kochen. Jetzt bestellen wir das Essen zum Kochen? Food Store. Produkte? Ah, okay, es ist hier überall ein grüner Punkt. Einmal, zweimal. Brauchen wir Käse? Oder, nee, was heißt ein grüner Punkt? Sushi? Weil, warum brauchen wir bei Sushi Käse? Apfel? Was hab ich denn für Sushi-Sorten? War das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Döner. Leute, war das jetzt richtig? Lebensmittel vor der Speisekarte und legen sie in den Tiefkühler. Achso, oh, die stehen aber hier. Kann ich alle nehmen? Jetzt muss ich gehen, einzelne Karton, okay. Okay, jetzt platziert er einfach alleine irgendwo hin. Schnell laufen. Ich möchte mal gerne wissen, was für eine Sushi-Art ich genommen habe für Menü. Ah, guck
guck mal, ich habe doch gar nicht die Sachen gekauft, die er mir angezeigt hat. Guck mal, das sind doch ganz andere Sachen. Apfel, Käse, Fisch und das andere habe ich doch gar nicht gekauft, oder? Ich Fisch gekauft? Fisch und das hier. Ach, guck mal. Ich hab jetzt nochmal Fisch bestellt. Zack. Und machen wir zu. Müssen wir Strom sparen. So, platzieren Sie Registrierkasse, Küchentisch. Küchentisch. So. Wer ist da? Wer? Hallo? Ey, hau ab. Wer bist du? Oh, Alter, ist er voll. Okay, hier hast du $4. Aber hau ab. Kann ich nochmal anklatschen? Wahrscheinlich, wenn ich ihm kein Geld gebe, macht er mir wahrscheinlich die Sachen kaputt. Schwör ich dir. So. Ja, hau ab. Ich könnte dich immer noch. So, wir brauchen Küchengeräte. Wir brauchen hier einen Tisch. Wie kann ich Q und E es drehen? So, dann machen wir mal. Sah schön aussehen. Okay, Hammer. Dann ein. Aber warum habe ich denn hinten. Warum soll ich einen Kühlschrank kaufen, wenn ich genau da ein Tiefkühllager habe? Okay, aber ist egal. So. Das platzieren wir genau dahinter, weil kurze Wege sind immer wichtig. Wenn das. Scheiße. Okay, das müssen wir erstmal hier platzieren. Du kommst nochmal her. BW. Oh nein, das ist wieder falsch rum. Machen wir erstmal. Ja. Achso, Power? Bewegen. Okay, ich merke aber dann nachher wahrscheinlich. Okay, hat aber keine Power. Oh, dann ist es aber nachher nicht alles so fucking schön gerade, wenn man es nicht nach dem Kachelprinzip hier bauen kann. Finde ich ein bisschen doof, ganz ehrlich gesagt. Fand ich auch schon bei Gasstation Simulator. Dass du nicht perfekt in der Mitte so alles bauen kannst. So, Küchentisch haben wir, Registrierkasse bauen wir noch, einen Backofen. Ach, Quatsch. Haben wir... Oh, bescheuert, bei Sushi im Backofen, aber gut. Oh, es dampft schon. Guck mal genau daneben. Hat auch keinen Strom. Okay, dann bin ich mal gespannt. Und die Registrierkasse. Guck mal, hier, Hände waschen brauche ich nicht. Wer ist, Felle, was ist denn Felle? Okay. Man braucht auch Strom. Okay, also müssen wir noch irgendwelche Leitungen legen. Upp. Sieht doch schnick aus. Upp. Nein. Zack. Mieten Sie einen Mitarbeiter auf dem Küchentisch und installieren Sie zwei Lampen. Mieten Sie einen Mitarbeiter. Ja, wie denn? Aber machen wir erstmal Lampen. Nein. Wahrscheinlich Flur. Okay. Ach so, guck mal, hier wäre Tapezin gewesen. Okay, Wände, Bar, okay. Spiele. Oh, okay. Alter, ganz ehrlich, das Spiel gefällt mir. Wir wollten aber erstmal... Ach nee, wahrscheinlich hier... Guck mal, hier Lampen. Lampen. Ist das jetzt so... Nee, 150. An Lampen sollte man die sparen. Oder da eine. Halt. Da. Und ein bisschen drehen. So. So, mieten Sie einen Mitarbeiter. Arbeiter anstellen geht nicht. Mieten Sie einen Mitarbeiter
Auf dem Küchentisch. Achso, Küchentisch. Küchentisch ist ja hier. Sieht man das? Angestellte Anzeige? Okay. Stamina. Okay, das haben sie noch nicht auf Deutsch übersetzt. Workspeed, Motivation. Communicable. Communicable, okay. 8646. Oh man, 6 also dazwischen, wa? Motivation, aber der ist gar nicht. Okay, 6. 2 Speed. Der redet aber nicht mit mir. Ist aber egal. Dann hätte er wenigstens eine Klappe. Platzieren Sie 2 Biotonnen draußen. Alter. Zack. Und zack. Öffnen Sie das Geschäft und bedienen die 30 Kunden. Es gibt Gegenstände im Restaurant, die nicht angeschlossen sind. Ja, das hier, der braucht Strom. Wie kriege ich Strom hin? Fastfood-Nudeln, Salate. Jemand hat den Bericht bestellt. Okay, das kapiere ich jetzt noch nicht. Wie krieg ich jetzt hier Strom hin? Das Geschäft zu öffnen. Tablets, klicken, bla bla bla. In diesem Stadium des Restaurants müssen die Selbstbestellung an der Kasse entnehmen. Ja, so weit bin ich ja noch nicht. Ich will erstmal. Nee, Handy waschen auch nicht. Strom. Hat auch keinen Strom. Hat auch keinen Strom. Power. Ach, guck mal, darf. Ah, okay. Deswegen diese Steckdosen. Machen wir mal. Da eine hin. Da eine hin. So, jetzt ist es natürlich blöd. Wie kriege ich jetzt hier Strom hin? Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie ein Kabel hier durch die ganze Bude hier verlegen. Power. Sieht man das Kabel dann? Warum verbindet er nicht? Hallo? Ein Kunde! Hau ab! Ich will noch keine Kunden. Power. Verbinden. Geht nicht. Ich kann das hier auch nicht auswählen. Nein! Ey, hallo Spiel! Komm ich in. Ich brauche hier Strom! Ich brauche hier Strom. Guck mal, das Ding hat auch keinen Strom. Der kapiere ich jetzt hier nicht. Oh, jetzt ist hier wahrscheinlich wieder irgendein scheiß Bug und man kommt hier nie weiter. Dann hatten die Menschen scheiß aufgebaut. Jetzt kommt irgendwie mal so Sachen, was man so sagen kann und zeigen kann. Die Kunden kommen, wenn die Registrierkasse installiert und an Strom. Ja! Wie kriege ich denn die Scheiße am Strom ran, Mann? Will das Spiel mich irgendwie verarschen oder so. Aber die Lampen brennen ja hier in der Mitte auch. Die Lampen brennen ja auch. Also kann es ja nicht sein, dass hier irgendwas fehlt, was ich hier rüberlegen muss, dass das Gebäude hier Strom hat. Ich check das nicht. Soll ich hier noch irgendwas machen? Kann ich das auch nicht mal verrücken oder was? So, wenn ich E gedrückt halte, komme ich trotzdem in diesem Menü. Ich möchte aber mal hier raus. Ich möchte das Ding vielleicht nochmal bewegen. Oh, das finde ich jetzt. Das finde ich jetzt hier affig. Kann hier auch oben nichts auswählen, gar nichts. Die Tische kann ich jetzt auch nicht auswählen, weil ich kriege die auch nicht verschoben. Das kriege ich hier verschoben. Bewegen. Nee, kriege ich auch nicht. Ich kann es doch nicht mal verkaufen. Leute, ich check das nicht, sorry. Ich hätte euch jetzt sehr, sehr gerne gezeigt, wie jetzt die Kunden hier reinkommen, wie man die noch bedient. Ich versuch noch einmal was. So, mal kurz aufbleiben. So, mach hier Strom. Also eine neue Registrierkasse kann ich ja gar nicht kaufen, ne? Kühlschrank kann ich ja, glaube ich, bewegen, ne? Das kann ich hier bewegen. Vielleicht ist es auch einmal dazu eng gebaut, keine Ahnung, aber dafür dürfte es aber dann nicht grün sein. So. Power. Hier, und ich kann hier nichts machen. Hier, passiert nichts. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll.
verstehe das nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das Spiel dann hier vorbei ist. Keine Ahnung. Ich check das nicht. Es tut mir leid, ich würde euch so gerne euch das jetzt zeigen, wie es dann vielleicht langsam losgeht, aber vielleicht findet das Spiel auch nicht und die Demo ist einfach dann fertig. Kann natürlich sein. Aber ich, was ich wirklich, wirklich, wirklich gut finde, ist, wo die Richtung hingeht. Also, das Spiel sagt ja schon mal aus. Wir sind Ich-Personen, wir können alles so hinbauen und wie das aber mit Kochen ist, das wäre dann geil. Ob du dann nachher einen Koch einstellen kannst. Was macht der denn hier? Hallo? Ach, eine Kakerlaken. Boah, stehst du aber mit Kakerlaken. Ich dachte, der hat hier nicht geschissen. Mitarbeiter an der Registerkasse, okay, verstehe ich, kann man hier noch einen hinstellen, ob man einen Koch einstellen kann, ob man dann nachher einen Putztyp wieder einstellen kann, was das hier bedeutet, dass man dann vielleicht da noch ein zweites Restaurant hinbauen kann, die Idee finde ich gut. Wäre natürlich geil, dass du dann nachher irgendwie mehrere Restaurants führen könntest, so einen mit Sushi-Laden, dann Nudel-Laden. Installiere nochmal die Demo neu und schau mal, ob das vielleicht doch mal ein Bug war oder nicht. Und das liefere euch dann irgendwie nach. Hoffentlich das. Deswegen, dann, hoffe ich mal, hat euch heute trotzdem irgendwie gefallen. Nicht vergessen, ist ein Daumen oben, kannst du uns und mich schon gleich loben. Zur nächsten Woche, würde ich sagen. Und ich weiß da schon wieder nicht, was ich spiele. Deswegen, mal schauen, was ich wieder finde. In alter Kistenkram, sage ich jetzt mal. Judy, bis zum nächsten Mal. Euer Crazy Wiesel. Achso, und ne, folgt uns bei Insta. Der Besoffene ist wieder da. Komm, ich muss Jens schnell abhauen. Insta folgen und schreibt was in die Kommentare. Wenn ihr irgendein Spiel habt, das soll ich mal unbedingt spielen. Schreibt's rein. Bis dann. Tschüssi.